Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Pokémon Schwert, die Insel der Rüstungen. Wir sind hier im Dojo und ich will mal hier ein bisschen herumschnüffeln. Vor allem, sie ist hier geblieben. Hier geht es zum Kampfplatz. Dieser Ort ist für Schüler als Master Dojos quasi heilig. Zutritt hat nur, wer in der Absicht kommt, dort Kämpfe auszutragen. Ah, cool. Cool. Ich möchte einmal herumgehen. Selbst die sonst so dösigen Fleckmons werden flink und agil, wenn der Meister sie trainiert. Ja, sind ja auch geile Fleckmons. Ich kann mir vorstellen, dass du als Neuling noch ein bisschen nervös bist, aber mach dir keinen Kopf, wir sind alle total nett zueinander. Okay, cool, wir gehen mal in mein Zimmer. Ach, Pokémon heilen. Okay, das Zimmer sieht man leider nicht. Schade. Und es dauert ziemlich lange, bis sie geheilt sind. Hehe, damit müssten alle Vorbereitungen abgeschlossen sein. Da muss ich nur noch den Knopf hier drücken. Klick. Oh, er ist stehen geblieben. Ihm scheint es am Strom zu fehlen. Da muss wohl ein paar Watt her. Okay, ich möchte erstmal hier gucken. Oh, voll cool. Schallkorb. Boah, der hat aber viele Orden und sowas hier. Hier etliche Siegermedaillen von Turnieren aufgereiht. Oh, cool. Ich würde gern wissen, was ist das hier? Goldene Trophäen. Was spielst du da? Sieht aus wie Minecraft. Ah, das ist hier. Das ist hier. Oh Gott, wie heißt das Spiel? Pokémon Quest? Nee, ne? Pokémon Quest ist es nicht. Ja, er hält sogar dieses Switch-Controller. Wie ist das denn nochmal? Warte. Ich will wissen, wie es heißt. Pokémon Quest? Tatsächlich Pokémon Quest heißt es. Okay, cool. Hey, du stehst mir voll im Bild. Ist dein Vater Glaser oder wie? Als ob er hier das spielt. Für die erste Prüfung muss ich fantastisch einen flinken Fleckmann. Ich raste aus. Vor allem, dass er wirklich dieses Switch-Controller in einen hält. Das ist mega cool. Ja. Du hast also das nötige technische Verständnis, um meine Erfindung schätzen zu können? Kein Wunder. Sie ist mit ziemlicher Sicherheit der größte Durchbruch des Jahrhunderts. Okay, es gibt da nur ein Problem. Ihm ist leider Strom ausgegangen. Ich bräuchte einfach nur genügend Watt, um ihn in Betrieb nehmen zu können. Aber Mom will mir von ihrem Wattpatron nichts abgeben. Ich kann nur was abgeben. Hier, bitte. Zusammen muss ich normalerweise ziemlich viel Zeit verbringen. Aber für dich, wie war das auch gleich dein Name? Lin. Dann wollen wir den Watt mal in den Urgelmator einspeisen. Voll Energie. Urgel. Hehe, perfekt. Wenn du vier Items, die du nicht mehr brauchst, in den Urgelmator gibst, erschafft er daraus ein neues Item. Zum Beispiel mit vielen Exemplaren der Aprikokos versuchen, die an den Bäumen der Rüstungsinsel wachsen. Wer weiß, vielleicht kommt dabei... Koko-Dinger. Aprikoken. Oh Gott, ich muss Aprikoken farmen. Leute, ich muss die farmen. Ich brauche die coolen Bälle wieder. Den Kaskadenball, den keine Ahnung was Ball. Als ob die schon hier sind. Was ist das denn? Haben die nur auf mich gewartet oder was? Naja, lauf mal weiter. Ich komme später. Ich komme später hinterher, okay? Tschüss, Fleckmons. Ist schon ein bisschen lustig, dass sie so flinky sind. So, hier war doch irgendwo ein Baum, oder? Da war doch ein Baum, oder? Ja, ich wusste doch, da war ein Baum. Okay. Das heißt, dass sie sind keine normalen Bäume, sondern Aprikoken. Nochmal bitte. Und nochmal. Scheiße. Ein Drapfel. Ein Knapfel. Meine ich natürlich. Okay. Dich brauche ich natürlich nicht. Knapfel. Flucht. Okay. An den Bäumen darf ich nicht einfach vorbeigehen. Die sollte ich dann schon rütteln. Damit ich zumindest ein paar Aprikoken bekomme. Okay, cool. Cool. Ich liebe Aprikoken. Ich liebe das. Abraham. Dann... Wollen wir auch mal hinterher fahren? Warte, hier stehen jetzt die Leute. Was hast du denn hier? Kartoffeln? Okay, ja, brauche ich nicht wirklich. Was
Was machst du? Ah, paar Bären. Okay. Den baue ich auch nicht. Dann. Tschüss. Ich rede noch mit dir. Watthändler. Ach so, du bist der Watthändler. Okay, cool. Cool. Tschüss. Wir sehen uns dann. Aber was machst du hier? Was? Was hast du gesagt? Soll ich dann eines meiner selbst kreierten Designs verpassen? Ja, dann mach mal. Okay, einen Moment bitte. Jetzt haben. Oh, Silber. Ich habe nicht ganz gelesen, was er da noch hat. Sprich, gleißender Schwanz. Nee, nee, komm. Lass mir so. Jetzt glitzert das so auch. What the fuck? Ich will aber nicht Fahrrad fahren. Ja, das nervt mich ein bisschen. Ich möchte viel, viel lieber hier noch ein paar Diktas finden. Ich meine. Boah, sieht echt gut. Ach, da hinten läuft ein Fleckmann. Ich sehe es. Okay, der kann nicht mehr. Die kann nicht mehr. Oh, ein Bisu-Dingi. Hab den Namen vergessen, Leute. Bisu-Fang, genau, das war's. Das war es. Und wir schmeißen einen Pokéball. Mit der Hoffnung, dass wir es nicht fangen. Okay, ich brauche doch Tuchschlag, leider. Ich brauche Tuchschlag. Das heißt, ich muss mit Max Sachs kämpfen. Okay. Werde ich mir merken. Okay. Dann wechseln wir mal eben auf Magfax Dingy. Du bist ja geheilt zum Glück. So. Wo war dann Viech? Ich weiß es nicht. Ein Schnuthelm. Den haben wir auf jeden Fall. Den brauche ich nicht. Dich brauch ich nicht. Dich brauch ich nicht. Dich brauch ich einfach nicht. Oh, was ist das denn? Och Mann. Ein Felino. Dich haben wir, glaube ich, auch schon. Ich bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Ja, dich haben wir schon. Flucht. Aber zum Sumpf passt du perfekt. So, ich will das Viech haben. Ach, das ist das da. Okay, das brauche ich ja nicht. Das habe ich ja auch schon. Dich habe ich auch schon. In einem unbekannten Land. Ein Dati-Dingsi-Bums. Gab es das hier schon vorher? Nee, ne? Weiß nicht. Vielleicht ist es neu. Ich glaube, es ist neu. Ich meine, es wäre neu. Ja, gibt's noch nicht hier. Okay, gut, haben wir noch nicht. Dann fangen wir es auch mal. Denn unser Ziel ist natürlich wieder den Pokédex voll zu machen. Was heißt wieder? Ich habe ja Schwert nicht aufgenommen. Das Spiel. Aber zumindest das DLC. So, Tuchschlag. Bam. Ich kann euch nicht sagen, ob man auch hierhin kann, ohne die Story durchgespielt zu haben. Das weiß ich nicht. Kann aber sein. Aber ich glaube nicht. Super. Das Ignis wurde gefangen. Oh, Enton könnte sich entwickeln oder braucht das einen Wasserstein? Ah ne, braucht keinen Wasserstein. Okay, cool. Nanu, Enton entwickelt sich. Habe ich das gerade gefangen? Ja, ne? Ich glaube, ich habe es gefangen. Weil nämlich kein Pokédex-Eintrag haben. Dieses Pokémon lebt in sanft fließenden Flüssen. Mit seinen langen Gliedmaßen schwimmt es voller Eleganz durch das Wasser. Okay. Es speit Funken in Nisthöhlen und erlegt die erschrockenen, daraus hervorkommenden Beute mit seinen scharfen Krallen. Cool, in einem PC-Box. Sehr cool. Obwohl, eigentlich können wir es trainieren. Denn Enteron bringt uns jetzt eh nichts mehr. Boah, das sieht aber gefährlich aus. Alter, dieses.
finde das so lustig, Leute. Oh, Schlurp gibt's auch hier, okay. Ah, oh, so viele neue Pokémon. Also alte, aber, ne? Schon cool. Ist schon cool. So, dann machen wir mal hier Tuchschlag. Mal gucken, wie viel das Abschied ab, Dings, ne? Abzieht. Oh Gott, fast gar nichts. Das ist nicht ganz so cool. Aber er macht auch nicht allzu den großen Schaden. Deswegen können wir das nochmal zweimal machen. Bis wir gelb haben. Ah, haben wir schon gelb. Okay, cool. Können wir direkt hier mit Dings machen. Ja, ja, ja. Verteidigung sinkt. Aber ich schmeiß jetzt eben Ball. Da, 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 da. Ich möchte auch keine Pokémon von Home, also die jetzt gerade auf Home sind, hier rüber tauschen. Denn ich möchte die ganzen Pokédex-Einträge haben. Für Pokémon Home dann. Deswegen. Ne? Wundert euch nicht, weil eigentlich habe ich die Pokémon, die meisten zumindest, alle schon auf Pokémon Bank, ne? Aber ja, das ist so mein Plan. Oh Gott, hast du mich erschreckt, du Viech. So. Okay, dann komm mal her hier. So, ich hab dich. Ja, ja. So, Angriff hier. Es ist sonnig. Ich weiß, dass es sonnig ist. Kreuzschere. Oh, oh. Psychokinese könnte wehtun. Ah, geht. Geht noch. Kreuzschere tut wahrscheinlich mehr weh. Oh. Kann ich das fangen? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Nee, okay. Ich muss es besiegen. Okay, dann tschüss. Dann war's das mit dir. Mein, du kleines, süßes Fleckmon. So, 1 von 3 hätten wir dann schon mal. Da, 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 level up. Oh, Flampion entwickelt sich, cool. Du, 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 hüpfi, 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 hüpfi da, hüpfi überall. Oh, sehr, oh, Ist die Farbe ein bisschen dunkler geworden? Ich glaub schon. Glaub schon. Fünfte Gen war schon etwas, ist schon etwas länger her. 90. Okay, dann kommst du weg. Dann kommst du weg. Fleck. Super. Die Dojo-Jacke habe ich. Hier ist eine Höhle. Also mein Erkunder-Spürsinn sagt, ich möchte da rein. Ich habe jeden Winkel der Höhle abgesucht, aber weit und kann ich... Okay, ich gehe trotzdem mal reingucken. Wie heißt die Höhle? Kämpfergrotte. Okay, vielleicht kommen wir da später nochmal hin. Ist auf jeden Fall... Oh, da ist ein Pokéball im Dings drin. Das schnappe ich mir mal ganz schnell hier. Lehmbrühe. Oh, scheint auch was Neues zu sein, oder? Nee. Ist nichts Neues. Oh, da haben wir schon direkt die Weiterentwicklung, aber das entwickeln wir ja eh. Deswegen, oh, da habe ich auch noch gesehen. Das ist ein Dings. Wir tun mal eben Flampivian raus. Und tun dies rein. Noch ein Dick da. So. Ja, ja, da hinten haben wir noch ein Dings hier. Aber das können wir erst... Ich finde es... Also ist auf jeden Fall besser gestaltet als... ne? Als die andere Naturzone. Vielleicht wurde die aber auch geupdatet, das weiß ich nicht. Ich war schon lange nicht mehr dort. Weil wenn ich dann Shinies hunte, dann... bei der Pension und nicht die im Dingsibums. In der Naturzone. Oh Gott, das macht so wenig. Das ist ja fast gar nichts. Aua. Okay. Kampf mit Kreuzschere. Mach mal Kreuzschere. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht. Aber wahrscheinlich nicht ganz so viel. Es geht. Auf jeden Fall ein Volltreffer. Volltreffer ist sehr gut. Besiegt mich das? Nee, ne? Oh doch. Schade.
Schade, schade. Nächstes Pokémon rufen. Ich guck gerade. Wegen Attacken. Irgendwas, was so richtig. Okay, habe ich gar nicht. Okay, dann komm. Dann komm du. Dann komm du, Marilo. Und ich setze einen Hyperball ein. Und fange dieses Bisofass. Sehr gut, haben wir geschafft. Nice. Ich liebe dieses. So, Bisofass. Mit nur einem Kopfstoß kann es ein Auto zerstören. Je größer das Fellbüschel an Bisofangs Kopf, desto höher ist sein Rang in der Herde. Ah, oh, das ist auch cool zu wissen. Wusste ich nicht. Man lernt hier immer viel. Oh, ein Dressilia. Ich weiß nicht, ob es hier neu ist. Ein Dressella. Aber wir schauen mal. Wir schauen mal. Bist du neu? Du bist tatsächlich neu. Oh. Dann. Guck mal ganz kurz, ob wir einen Flopball eigentlich haben. Sieht nicht danach aus. Ne, haben wir nicht. Okay, dann Hyperball. Na, bleibst du drin? Nee, ne? Doch? Oh, nee, doch nicht. Bleib doch nicht drin. Hätte ja sein können. Wow, hast mir 4 KP abgezogen. Das tat mir aber echt... Und, oh Gott, jetzt habe ich angegriffen. Okay, Käfer trotz, da ist es, glaube ich, auf jeden Fall weg. Bei Käfer gegen Pflanzen, ne? Hat Pflanze einfach keine Chance. Sorry, Dressella. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Es tut mir wirklich leid. So. Hab gesehen, mein Dings lebt nicht. Okay. Lebt doch nicht. Habe ich mir das eingebildet. Es läuft ja einfach herum. Okay. Oh, da haben wir noch einen Baum, den hole ich mir aber. So, ja. Rüttel. Ja, bitte nochmal. Ich möchte ganz gerne 5-mal, also 3-mal, aufhören. Sehr schön. Gut, das ist in Ordnung für mich. Felino, das Viech. Wo ist der Schnelle? Da ist der Schnelle. Komm vorbei, Kleiner. Ja, super. Dich haben wir auch. Vielleicht machen wir auch eine Prüfung in dem Part, wenn die jetzt alle so sind. Mal gucken, mal gucken. Auf jeden Fall bist du ja auch gleich weg. Als ob er schneller ist. Oh mein Gott. Als ob das schneller als mein Marilo ist. Matelit. Aha, jetzt haben wir schon mal Shirt und Dings. Also ich finde es hier echt noch ein bisschen groß. Ich habe keine Ahnung. Oh, hier ist noch ein Baum. Habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja. Ah, oh, cool. 2 gelbe. Ist natürlich cool. Ah. Oh, da kommt ein Pokémon. Da kommt ein kleines Raffelchen. Wenn man das besiegt, ne, bekommt man dann trotzdem alle Sachen, die mir runtergefallen sind. Ich glaube schon, oder? Deswegen komm. Komm weg mit dir, Raffel. Ja, super. Geil. Wir haben die Apricorken bekommen. Das ist schon Win genug für mich. So, hier haben wir noch einen Ball. Strauchler. Cool. Morlot habe ich. Hier steht noch jemand. Okay, dann zeig mal hier. Was hast du gefunden? Ein Quapsi. Ja, Quapsi ist auch cool.
Papse ist auch cool, das stimmt. Da stimme ich dir zu. Dann haben wir einen Pionzi, Pionzi, Pionzo, Pokéball. Was hast du hier? Was? Haben den Wald nicht betreten. Wald offene. Okay. Ja, ja, da sehe ich hier das letzte. Wir gehen da eben da hinten hin. So. Schnappen wir uns hier noch. Oh nein. Nee, ich möchte nicht. Danke. Danke, danke. Da läuft es herum. Bevor wir es machen, sammle ich erstmal hier noch das andere Zeugs ein. Ja, eine Pokepuppe. Lässt man ein Pokémon an dieser Minze schnuppern, steigen Angriff und so weiter. Okay. Werde ich wahrscheinlich nie benutzen. Weil Curry war nie so meins. Curry war nie so meins. Mini-Pilz. Da haben wir noch einen Dick da. So, hier, bitteschön, Dick die. Okay, dann. Oh, Dresselia. Pokémon, wir gucken mal, wie wir es schwächen können. Eigentlich mit ihm hier. Wir gucken mal. So, Dressella. Ich schnappe dich. Kampf mit Aeroas. Oh, es macht sich größer, okay. Und ich mache Aeroas. Perfekt. Sehr gut. Nochmal und danach können wir es fangen. Das sieht gut aus. So, und Ball einsetzen. Oh Gott. Es hat sich befreit. Aber rechte Hand kann doch nichts. Komm bitte. Oh, hallo Dressella, hör mal auf hier. Ich habe gesagt, ich will dich fangen. Dann komm auch in meinen Pokéball rein. Und bleib da drinne. Bitte, danke, danke. Danke, Dressella. Du bist zwar nicht die Beste, aber danke, dass du drin geblieben bist. Man sagt selbst, erst klassische Gärtner Schwierigkeiten damit haben, die Blume auf Dressellas Kopf zum Blühen zu bringen. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, den lassen wir dann noch mal ein bisschen herumlaufen. Gucken wir eben hier unten. Urgel, Relikant. Ne, das ist kein Relikant, das ist dieses Bermuda-Dingi. Dessen Namen ich gerade nicht weiß. So, hier haben wir noch mal einen Zweig. Und du findest ihn nicht? Alles klar. Ist ja nicht so, dass er vor dir die ganze Zeit herumläuft, ne? Nee, nee. So ist das nicht. So, den Baum, den holen wir uns auch noch hier. Aprikoko Rot. Okay, nochmal bitte. Nochmal bitte. Das ist ja fast. Oh. Aufhören. Sehr gut. 3 AP Koko Rot ist sehr gut. Ausdauer, okay. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Felinoschen, die brauche ich nicht. Dann komm her, Flegimon. So. Oh, da die. Oh, jetzt habe ich das falsche Pokémon hier noch ausgewählt. Ups. Egal, vielleicht schafft es das ja. Oh, es heilt mich. Das ist aber nett. Das ist echt nett. Danke. Danke. Echt nett. Oh, dann besiege ich dich halt so. Dann besiege ich dich halt so. Ist das eigentlich der dritte Part? Ja, ne? Glaub schon. Ah.
so nebelig, ne? Mann, 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 Mann. Ich kriege auch langsam wieder Hunger. Aber den müssen wir easy gleich haben. Oh, oh, jetzt regnet es aber hier. Bitte keine Hydropumpe oder so. Sehr schön. Sehr schön gemacht, da Tignis. Da Tignis. So. Legmon. Okay, jetzt können wir wieder zurückgehen. Okay, cool. Wenn wir hier noch ein Pokémon sehen, dann nehmen wir das natürlich mit. Auf dem Rückweg. Zum Beispiel ein Dick da. Ich hoffe, ich gehe her. Richtig? War ich hier? Nee, hier war ich nicht. Da ist aber auch nichts Besonderes. Ist nochmal noch ein Dressella. Okay. Okay. Oh, guck mal, hier haben wir nochmal einen Dick da. Super. 15 sind da noch, alles klar. Alles klar. Hier ist auch noch eins. Oh Gott, die sind ja überall hier versteckt. Hier ist auch noch eins. Nee, ist keins. Habe ich mich verkuckert. Gut, dann bringen wir eben hier nochmal ein paar Diktas vorbei. Mal gucken, was er dazu sagt. Einmal drehen. Hallöchen. Ja. Was bekomme ich? Ein Vulpix. Okay, ein Alola Vulpix wahrscheinlich. Oder ein normales. Ein Alola, okay. Das hat irgendwie eine andere Form, oder? Sieht ja komplett anders aus. So, ich habe noch was hier. Ah, ne. Okay, bei 30 gibt er mir... Also diese Form, die... Also irgendwie sieht der anders aus. Sieht man... Also es sieht echt anders aus. Seit wann hat es denn dann diese komischen... So unterschiedlichen Farben? Hat er das schon immer so? Ich bin gerade ein bisschen... Weiß nicht, also dieses Alola Vulpix ist mein Lieblings-Pokémon mittlerweile. Finde das so cool. Sieht auch richtig cool aus. So. Meister, ich bin zurück. Ich bin zurück. Oh, willkommen zurück. Hast du etwa alle Teile meiner Dojo-Klamotten alleine zurückgeholt? Hier, bitteschön. Danke. Gut gemacht, Lin. Du hast die erste Prüfung mit Bravour gemeistert. Ich glaube, du bist seit Deleon die erste Schülerin, die alle drei fantastisch flinken Fleckmon im Alleingang bezwungen hat. Ihr habt die Fleckmon zwar auch eingeholt, konntet aber leider keines von ihnen besiegen. Grrr. Aber Schlamm drüber. Sagen wir einfach, die Prüfung gilt für jeden als bestanden, der ein Fleckmon eingeholt hat. Das ist allerdings eine Ausnahme, weil Lin hier also eine Glanzleistung hingelegt hat. So habt ihr alle die Möglichkeit aufzuholen. Wow, wie großartig, wie großzügig. Menno, ich habe trotzdem nicht bestanden, auf ganzer Linie versagt. Ach ja, wo wir gerade beim Thema sind. Inia, was ist eigentlich mit den zwei Rackern? Oh, gut, dass du daran gedacht hast, Liebling. Shigi, Bisasam, komm mal her. Ich bin kein Fan von beiden. Muss ich jetzt sagen. Shigi. Bisa. Shigi und Bisasam hier wurden von uns allen großgezogen. Es sieht ganz danach aus, als hätte dein Können ihr Interesse geweckt. Als Belohnung für deine bestandene Prüfung darfst du dir eins von ihnen aussuchen. Wir haben die zwei übrigens auf eine ganz besondere Weise trainiert. Deshalb können sie eine Giga-Dynamaximierung durchführen, sobald sie die letzte Stufe ihrer Entwicklung erreicht haben. Okay, Leute. Ich
Ich mag Bisasam überhaupt nicht. Also Bisasam schon, aber nicht Bisaflor. Bisaflor finde ich so hässlich, deswegen nehme ich Chigi. Chigi! Du entscheidest dich also für Chigi, den Experten im Umgang mit Wasserattacken? Ja. Chigi, Chigi! Inni hat der Chigi anvertraut. Weil ich habe jetzt so viele mittlerweile von diesen ganzen Kanto-Startern, ja? Diese ganzen Event-Starter, ist so schlimm, ey. Echt schlimm. Das kleine Chigi scheint sehr darüber zu freuen, dass du es ausgewählt hast. Und vergiss nicht, dass diese beiden Racker in ihrer letzten Entwicklungsstufe eine Giga. Ja, ich weiß, was das ist. Oh, cool. Ah, so eine schöne Dinosuppe randvoll mit Dinopilzen, das wäre doch jetzt was Feines. Und somit kommen wir auch schon zur zweiten Prüfung einer Pilzsuche. Aber ihr solltet nicht irgendwelche Pilze suchen, sondern drei stolze Dinopilze, denn die fungieren als Schlüssel zur Gigadamazie und bla bla bla. Roten Färbung und ihrem Wirbelmuster erkennen. Sie wachsen vorwiegend an dunklen, feuchten Orten. Alle Zeiten beseitigt, dann kann die Prüfung ja losgehen. Jawohl, ja. Und Bisasam, du dich nicht zu sorgen, ich werde mich weiterhin gut um es kümmern. Ja, Bisa. Wenn das Pokémon neue Attacken erlernen soll, kann ich gerne aushelfen. Oh, das wäre wirklich wundervoll. Ja, ich weiß das. Dankeschön. Danke. Tschüss, Bisasam, es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Okay, Leute. Wir tun aber Chigi in mein Team. Chigi, hallo Chigi. Ah, männlich bist du. Okay. Hat auch nur drei. Wow, das ist ja fast gar nichts. Das ist ja fast gar nichts. Wir tun mal Pummeluff raus. Ja, Leute, das war's mit Pokémon Schwert, die Rüstung der die Insel der Rüstung. Und wir sehen uns, habe ich gespeichert? Ich habe, glaube ich, gespeichert. Ich speichere nochmal, Leute. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.